Bilder wie diese von streikenden Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gehören jetzt erst einmal der Vergangenheit an. Denn die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das heißt, auch für die Arbeitnehmer in der Region Neckaralb gibt es ab kommendem März eine Gehaltserhöhung von über 11%, die schrittweise ausgezahlt wird. Im Juni gibt es dann auch den ersten Teil der geforderten einmaligen Inflationsausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 3.000 Euro, die steuerfrei ist. Für Verdi-Chef Frank Wernicke eine beachtliche nachhaltige Steigerung der Einkommen. Diese sei auch dem Engagement der Arbeitnehmer zu verdanken, die sich, wie hier in Tübingen, rege an den Streiks beteiligt hatten.